Leute, herzlich willkommen zurück bei einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es um meine Geisterforscher-Ausrüstung. Und einige Leute haben mich so schon gefragt, was ich so für Geisterforscher-Ausrüstung habe. Und in diesem Video werde ich euch meine Geisterforscher-Ausrüstung ein bisschen genauer zeigen. Und ja, dann geht es jetzt auch gleich schon los. Was ich allerdings vorher noch erwähnen sollte, vielleicht bevor dieses Video richtig losgeht, ist, in dem Video geht es nur um meine Geisterforscher-Ausrüstung. Also es geht jetzt nicht darum, was man als für Geisterforscher-Ausrüstung unbedingt haben sollte. Ihr müsst jetzt nicht dieselbe Geisterforscher-Ausrüstung haben wie ich. Man kann auch ganz ohne Geisterforscher-Ausrüstung Geisterforschung machen. Geht auch. Aber es ist halt sehr nützlich, wenn man so Sachen hat. Und es ist halt auch sehr praktisch und es ist halt cool, weil, ja, so kann man natürlich besser forschen. Und es ist halt sehr gute Hilfsmittel und ja, aber ja, jetzt geht es auch schon los. Also das Erste, was ich sagen würde, was ihr als Geisterforscher unbedingt haben solltet, ist eine Taschenlampe. Also das ist die einzige Sache, bei der ich sagen würde, es ist notwendig, dass man das hat, weil wenn ihr nachts auf Geisterforschungsmission geht und es ist stockdunkel irgendwo, weil sehr viele Geisterhäuser und Spukorte sind auch ziemlich abgelegen, da ist keine Straßenlaterne, da ist nichts, ihr könnt nicht mal sehen, wo ihr hinlauft, dann ist es natürlich blöd, wenn ihr keine Taschenlampe habt. Also eine Taschenlampe ist schon sehr, sehr wichtig. Und solltet ihr sie nur im Notfall halt anmachen, wenn es unbedingt notwendig ist bei einer Geisterforschungsmission, weil ihr solltet, wenn dann im Dunkeln forschen auch. Aber eine Taschenlampe ist halt wichtig. Ich habe diese hier, das ist eine sehr kleine. Ihr solltet darauf achten, dass eure Taschenlampe nicht zu groß ist, weil sonst wird es sehr, sehr umständlich, wenn ihr die immer auf Geisterforschungsmission mitschleppen müsst. Also so eine riesige Taschenlampe hier so habt. So eine riesen Taschenlampe, wenn ihr so... Da ist es natürlich besser, wenn ihr eine kleine habt. Und die ist auch sehr, sehr hell. Also sie sollte auch hell genug sein, damit man auch damit gut leuchten kann. Die ist sehr hell. Und die kann sehr, sehr gut leuchten. Auch wenn es in meinen Videos, die ich nachts gemacht habe, nicht ganz so aussieht, weil da kann man nicht sehen. Aber es liegt nicht an der Taschenlampe, sondern an meiner Kamera. Weil ich kann damit sehr, sehr gut im Dunkeln sehen, sozusagen. Und ja, das ist die erste Sache. Eine Taschenlampe ist absolute Basic-Ausrüstung, sollte man haben. Dann habe ich, das hier ist mein Geisterdetektor. Ein Geisterdetektor ist dafür da, um paranormale Energie zu messen. Ich habe über den auch schon mal ein extra Video gemacht, das heißt alles über meinen Geisterdetektor. Und da erkläre ich euch, wie der funktioniert und was man damit so machen kann. Das müsst ihr jetzt nicht alles nochmal erklären. Also wenn ihr Interesse daran habt, mehr über meinen Geisterdetektor zu erfahren, oder halt allgemein über Geisterdetektoren, dann guckt euch am besten dieses Video an. Es ist sehr interessant. Und ein Geisterdetektor hat eigentlich so gut wie jeder Geisterforscher. Man muss ihn nicht unbedingt haben, aber es ist halt sehr praktisch und ja, es haben ihn eigentlich fast alle Geisterforscher inzwischen. Dann habe ich das hier, das ist ein sogenanntes Geisterstimmenaufnahmegerät oder der Fachbegriff ist EVP-Recorder. Und EVP bedeutet Electronical Voice Phänomen. Und damit kann man die Stimmen von übernatürlichen Wesen aufnehmen, die man sonst normalerweise nicht hören könnte. Natürlich kann man auch manchmal mit seiner übernatürlichen Wahrnehmung übernatürliche Wesen hören, aber so ein Gerät ist halt trotzdem sehr, sehr praktisch, auch wenn man das kann. Und wenn man es noch nicht kann, sowieso. Aber selbst wenn man es kann, kann man so ein Gerät benutzen, weil du kannst halt danach immer nochmal nachhören, ob du nicht was überhört hast. Du kannst es so oft anhören, wie du willst, die Aufnahmen darauf. Du kannst es halt anderen Leuten zeigen, was du gehört hast. Du kannst es beweisen, du hast halt gute Beweise. Und hast halt eine sehr gute Möglichkeit dafür, die Spukaktivitäten zu dokumentieren, die du halt erforscht. Und wenn du halt nur mit deiner übernatürlichen Wahrnehmung arbeitest, klar kannst du das machen und man sollte es auch hauptsächlich machen, aber so kannst du halt später nichts nachweisen quasi, was du, also so kannst du nichts beweisen halt und du kannst halt auch nicht überprüfen, ob du nicht was überhört hast. Mit so einem Gerät kann man das halt machen. Ja, ich zeige euch ganz kurz, wie es funktioniert. Hier macht man es an der Seite, dann leuchtet es hier so, also normal, man sieht es jetzt schlecht, aber egal. Dann hier ist der Aufnahmeknopf, also hier drückt man drauf, wenn man was aufnehmen will. Dann leuchtet hier oben der rote Punkt. Hier kann man Pause machen, dann blinkt der. Und wenn man
Und wenn wir weitermachen, drücken wir einfach nochmal drauf. Und hier kann man das speichern. Hier kann man die Aufnahme ganz beenden auf diesem Knopf. Hier unten kann man lauter und leiser machen, die Aufnahmen. Und hier kann man löschen mit dem Knopf. Ja. Und den hier brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Und so macht man es einfach an der Seite wieder aus. Und die Stimmen von den Geistern und den übernatürlichen Wesen werden hier oben mit diesem Mikrofon aufgenommen quasi. Und das nimmt auch nicht Hintergrundgeräusche wie Wind oder so mit auf. Also das filtert die sozusagen. Und es funktioniert auch wirklich. Es stand auch in der Beschreibung, dass es... Und es funktioniert auch wirklich, weil ich habe damit schon in ziemlich windigen Orten gefilmt und es waren keine Windgeräusche drauf oder kaum. Und man sollte aber, während man aufnimmt, darauf achten, dass man hier nicht mit den Fingern oder so drankommt. Auf jeden Fall. Ja, mein EVP-Gerät ist ziemlich klein. Es gibt ja auch noch in größer. Es gibt viele verschiedene. Also es gibt die noch in größer mit extra Mikrofon oder... Ja, aber das ist halt auch ziemlich praktisch, wenn es so klein ist, weil man es halt sehr gut mitnehmen kann, Spukorte. Es halt nicht so viel Platz wegnimmt sozusagen. Ja. Dann sollte man eigentlich Kameras haben als Geisterforscher. Also was heißt sollte? Es ist halt sehr, sehr praktisch, wenn man Kameras hat. Das hier ist zum Beispiel meine Kamera. Das ist eine Unterwasserkamera. Also die hat hier so eine Unterwasserhülle. Und damit kann man halt auch unter Wasser filmen. Man kann die Hülle aber auch abmachen. Das ist die Kamera zwar nicht mehr wasserdicht, aber ja. Man kann die Hülle abmachen. Dann hat man hier nur die Kamera. Die ist schon sehr, sehr alt. Die habe ich mal mit 12 oder 13 habe ich die mal geschenkt bekommen. Ja, und man sieht auch, dass sie schon ziemlich alt ist. Das Batteriefach ist so ziemlich kaputt. Aber sie funktioniert noch. Ja, die hat schon einiges mitgemacht, die Kamera. Das ist eine meiner Lieblingskameras, auch weil man damit Unterwasserfilme machen kann und ich das richtig cool finde. Und ich habe auch übrigens meine ersten YouTube-Videos, also viele von denen, mit dieser Kamera gefilmt. Und deswegen ist die Tonqualität in vielen meiner ersten Videos ziemlich schlecht. Also ihr könnt es auch erkennen, welche Videos ich mit der Kamera gemacht habe. Ja, aber es ist halt eine ziemlich coole Kamera und ich mag die auch sehr. Mittlerweile filme ich fast alles meine Handykamera, weil meine Handykamera eine sehr gute Qualität hat. Man muss halt nur aufpassen, wenn man mit dem Geisterdetektor arbeitet und mit der Handykamera filmt, dass man da nicht zu nah mit der Kamera an den Geisterdetektor geht. Aber das kann man auch vorher überprüfen, wie weit man da Abstand halten muss, damit der nicht ausschlägt sozusagen. Also da muss man halt aufpassen damit dann. Das ist ja ein Nachteil in einer Handykamera. Aber ja, ich filme halt oft meine Handykamera inzwischen. In der Geisterforschung sind Kameras sehr, sehr praktisch, weil man damit sehr gut an Spukorten Aufnahmen machen kann. Also du kannst ja gut damit Spukorte dokumentieren, wo du halt forschst. Und du kannst halt damit auch sehr gut Orbs aufnehmen. Also Orbs sind meistens auf Video- oder Fotoaufnahmen von Kameras zu sehen. Auch von Handykameras, funktioniert auch. Also, habe ich auch schon erlebt. Orbs sind meistens auf Fotos oder Videos zu sehen. Und alleine deswegen ist es auch schon cool, wenn man Kameras benutzt in der Geisterforschung. Und du weißt halt nie, was du damit fotografierst, auch wenn du es nicht siehst. Du kannst damit Erscheinungen von Geistern wurden schon aufgenommen. Man weiß nicht, was Fake ist, aber... Es ist auf jeden Fall cool, wenn man Aufnahmen von Spukorten macht mit so Kameras, weil man kann damit auch Sachen dokumentieren, wenn man Glück hat. Und ja, dafür ist eine Kamera halt sehr, sehr gut geeignet, um halt Sachen zu dokumentieren und um vielleicht Orbs drauf zu bekommen. Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, weil Orbs ist das Häufigste, was man mit Kameras dokumentieren kann an Spukaktivitäten. Und wenn wir gerade beim Thema Kamera sind, wollte ich euch noch die hier zeigen. Das ist eine Überwachungskamera. Ihr kennt die bestimmt schon aus meinem paranormale Beweise-Video, wo ich diese Orbs und die EVPs aus dem Schlafzimmer gezeigt habe. Von meiner Haunted Doll und dem Dachbogengeist. Wenn ihr das Video noch nicht kennt, guckt euch das an, weil ich habe da wirklich richtig coole Beweise aufgenommen. Das Video heißt Paranormale Beweise, Orbs und EVPs auf meine Überwachungskamera. Und ich bin sehr, sehr stolz auf diese Aufnahmen. Und ich finde die richtig cool. Und die Überwachungskamera hier ist noch nicht sehr alt. Die habe ich
erst vor kurzem bekommen. Also ich habe sie mir selber gekauft. Aber die ist noch nicht alt, weil ich hatte vorher noch eine. Ich hatte vorher eine andere, auch so eine Überwachungskamera in der Art. Aber die ist kaputt gegangen und die habe ich auch schon länger gehabt. Die habe ich aber kaum noch benutzt und dann ist sie kaputt gegangen irgendwie. Und die ist auch sehr, sehr cool hier, weil, die kann man hier so aufklappen. Und dann hat man hier dieses Display. Und hier unten hat man diesen Schalter, den kann man in die Mitte oder ganz nach rechts schieben. Wenn man ihn in die Mitte schiebt, dann kann man hier so Sachen einstellen. Oder die Aufnahmen, die man gemacht hat, halt angucken. Also wenn man hier zum Beispiel jetzt auf Menü geht, du kannst halt einstellen, ob du Fotos oder Videos damit machen willst. Du kannst die Größe der Fotos verändern, du kannst die Länge der Videos einstellen. Du kannst auch mehrere Fotos damit machen. Und hier kann man halt alles Mögliche einstellen. Und es ist halt sehr, sehr cool, weil damit kann man richtig viel machen. Und damit kann man richtig, richtig gut arbeiten in der Geisterforschung. Das ist sehr, sehr cool. Und wenn man den Schalter noch eins rüberschiebt, dann nimmt die Kamera auf. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, auf Videos eingestellt. Das sieht man hier oben in der Ecke. Ja, Videos. Und hier macht man die wieder aus. Und hier kann man das halt zumachen. Dann ist halt das Display geschützt. Und die Kamera ist wasserfest. Ihr könnt die draußen und drinnen aufstellen. Und die reagiert auf Bewegungen. Also die hat hier vorne solche Sensoren. Da reagiert die halt auf Bewegungen und nimmt dann auf, wenn sie eine Bewegung halt wahrnimmt. Dann macht die halt Aufnahmen. Und es ist richtig, richtig cool, weil damit kann man richtig coole Sachen aufnehmen. Auch paranormale Sachen, jetzt nicht nur Tiere oder so. Man kann damit auch sehr gut in der Geisterforschung arbeiten. Sehr, sehr cool, so ein Teil. Und ja, ich hoffe ja, dass ich damit irgendwann mal ein Video oder ein Foto von Wendigo machen kann. Dafür habe ich mir sie auch hauptsächlich gekauft. Also wünsche mir Glück dafür, dass ich das mal schaffe. Ja, und dann habe ich hier noch so ein Seil. Damit kann man die an Bäumen festbinden. Ja. Und das ist sehr, sehr krass. Also, ich mag die Kamera sehr. Und ja, ich hatte damit auch schon sehr gute Forschungsergebnisse, wie ihr an meinem Video gesehen habt. Oder auch nicht. Aber wenn nicht, guckt es euch mal an, weil es ist richtig cool. Ja. Okay, das war es ja auch schon mit der Geisterforscher-Ausrüstung, die ich meistens auf Geisterforschungsmission mitnehme. Ich weiß, dass es nicht viel ist. Aber das ist halt meine ganze Geisterforscher-Ausrüstung. Ich werde mir auf jeden Fall wahrscheinlich noch eine Nachtsichtkamera holen, weil es ist richtig nervig, wenn man nachts auf Geisterforschungsmission ist und filmt. Nur mit dieser Taschenlampe, die macht das, man sieht halt gar nichts auf den Videos. Und es ist halt blöd. Und deswegen brauche ich auf jeden Fall noch eine Nachtsichtkamera. Das wäre für mich richtig cool. Da könnte ich auch nachts bessere Videos machen. Da könnte ich auch mehr nachts meine Geisterforschungsmissionen filmen und sie euch zeigen. Weil mit der Taschenlampe, ihr seht halt nicht wirklich was. Und das ist halt blöd. Aber, ja. Also eine Nachtsichtkamera wäre auf jeden Fall richtig cool. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Eine Kinect. Das ist so ein Gerät, wo man halt so Geister oder übernatürliche Wesen in Form von Strichmännchen sichtbar machen kann. Und es nennt sich Kinect und es ist richtig cool. Also ich finde es mega interessant und sowas hätte ich halt auch richtig gerne noch. Eine Wärmebildkamera, keine Ahnung, brauche ich jetzt gerade eigentlich nicht. Aber ja, ist jetzt mal meine Geisterforscher-Ausrüstung. Und das hier ist mein Geisterforscher-Rucksack. Also das ist mittlerweile mein dritter, weil meine anderen zwei kaputt gegangen sind. Ich hatte schon zwei vor dem. Die sind alle, ja. Und da kann man auch die Sachen alle reintun. Der ist nicht so groß. Also wenn ich natürlich mehr mitnehme auf Geisterforschungsmission, wenn ich zum Beispiel irgendwo übernachte oder so, nehme ich natürlich einen größeren Rucksack mit. Aber wenn, dann meinst du, hast so eine kleinere, so ein Basic Geisterforschungsmission geht, reicht der. Und da kann man halt die Sachen reintun und das ist halt sehr, sehr praktisch. Was ich noch erwähnen will, was auch nützlich ist, ist, wenn man so seine Ergebnisse, die man auf Geisterforschungsmissionen hat, dass man die halt aufschreibt oder auch seine paranormalen Erfahrungen aufschreibt. Das ist sehr, sehr cool, weil da kann man das immer mal wieder, hinterher mal nachgucken. Und wenn man vielleicht besser oder weiter ist in der Geisterforschung, kann man sich das nochmal angucken und kann dann halt
auch vielleicht Sachen feststellen, die man halt, als man dieses Erlebnis hatte, noch nicht wusste, wenn ihr jetzt wisst, was ich meine. Man kann auch Informationen aufschreiben, die man über übernatürliche Wesen weiß, weil damit man das halt nicht vergisst. Wenn man was Neues über übernatürliche Wesen lernt, kann man es aufschreiben. Würde ich auch, mache ich auch. Also ich mache das. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber ja, damit ich mir halt einfach besser merken kann. Und meine paranormalen Erfahrungen, die schreibe ich meistens in mein Tagebuch. Ich habe schon mal das Buch hier, das ist so ein, also das habe ich, seit ich angefangen habe mit Geisterforschung, da habe ich alle möglichen Sachen reingeschrieben, die ich irgendwo mal gelesen habe. Also habe ich alles Mögliche reingeschrieben. Viele dieser Sachen sind halt auch Blödsinn, also die habe ich aus irgendwelchen Büchern oder so abgeschrieben, die sind halt auch vieles ist halt auch Blödsinn, was da drinne steht. Aber ich habe halt alles Mögliche aufgeschrieben, was ich irgendwo über übernatürliche Wesen gelesen oder gehört habe. Und das ist schon ziemlich dick, also das Buch habe ich, seit ich 11 bin, seit ich angefangen habe. Was ich richtig cool an dem Buch finde, ist das hier. Das ist eine Karte vom Hörsteiner Geistergebiet. Also da kann man das, da habe ich das gesamte Hörsteiner Geistergebiet reingemalt einfach. Auch mit Beschriftung von den Ebenen und so. Da oben ist das Todesgebiet. Das sind die ganzen, das ist die Zwischenebene hier. Ich habe das, früher habe ich das nochmal unterteilt, aber inzwischen habe ich das alles, das ist alles die zweite Ebene vom Geistergebiet. Hier unten ist die erste und das ist der Geisterwald. Also, ihr könnt hier alles, das alles sehen. Das finde ich richtig cool, aber ich lebe ja nicht in meinem Hörstein, also, aber ich hebe es auf jeden Fall alles auf. Also weiß ich nicht, ob ich es in mein neues Buch reinmache. Dann habe ich noch so ein neues Buch, also das ist das hier. Das habe ich zusammen mit meiner Geisterforschergruppe gemacht. Also wir haben das zusammen gemacht. Ich und meine beste Freundin schreiben da meistens rein. Und ja, hier steht noch geheim drauf. Und das der Unterschied zwischen dem Buch hier und dem hier ist, dass ich da nur noch Sachen reinschreibe, wo ich absolut sicher bin, dass es stimmt. Also wo ich mir absolut sicher bin, dass es kein Bullshit ist. Da habe ich alles Mögliche reingeschrieben. Aber da schreibe ich nur noch Sachen rein, wo ich mir absolut sicher bin, dass es kein Blödsinn ist. Also zum Beispiel Rituale, die ich selber ausprobiert habe, oder halt so Sachen über übernatürliche Wesen, wo ich mir ganz sicher bin, dass es stimmt. Ich kann euch ja ein bisschen was schon mal da drin zeigen. Also hier habe ich zum Beispiel was über Geisterforschung reingeschrieben. Hier habe ich was über Hexenbrett geschrieben. Das ist, ja. Ja. Mehr zeige ich euch jetzt aber auch nicht. Ja, das sieht richtig cool aus. Also das habe ich auch selber gemacht. Also wir haben das selber gemacht, den Einband. Ich habe das gemalt. Das aufgeklebt. Hinten ist nichts drauf, aber vielleicht machen wir noch was drauf. Egal. Ja, das war's, das Video über meine Geisterforscher-Ausrüstung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich würde euch jetzt auch noch zur Vollständigkeit halber mein Hexenbrett zeigen. Aber das habe ich meiner besten Freundin ausgeliehen. Übers Wochenende, weil sie damit was machen wollte. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Ciao.